Im Schlosspark vor dem Migazi-Haus breitet sich der hübsch geschmückte Adventmarkt von Wiener Neudorf aus. Ein idyllischer und ruhiger Weihnachtsmarkt, wo es trotzdem allerhand zu unternehmen gibt. Was stellen Sie alles aus? Was gibt es bei Ihnen? Ja, so kleine Basteleien. Dann haben wir diese Adventkalender und Patchwork-Taschen. Die Kollegin tut ja, also auch so. Engeln, Krampus mit Marmelade gefüllt oder mit Lindschokolade, verschiedene Kreationen. Eher immer etwas zum Naschen drinnen. Was haben Sie denn da in der Hand? Einen Leseknochen, den man als Buchstütze verwenden kann, als Nackenstütze oder als Stützkissen, wenn man irgendwas, man kann es im Auto mitnehmen als Nackenstütze, ist leicht mit Lavendel gefüllt. Was bieten Sie denn alles an, als viel mit Holz? Ich biete an sich meine Sachen, was ich aus Holz gemacht habe, verschiedenste Sachen. Oder auch die abgeschnittenen Flaschen, was mit Kerzen oder elektrisch. Die Hölzer, was ich verarbeite, sind vorwiegend also heimisches Holz. Bis auf die eine Schüssel da, das ist zwar auch in Wien gewachsen, das ist am Lahrberg, ist der Baum umgefallen, das war eine Atlaszeder. Dann da hat der Kiefern, die sind Zirbensachen, da die dunkleren sind Buchen und alles Mögliche. Also das sind, die Engel sind aus Duyen, also da ist alles, was mir in Holz in die Hände fällt, wird verarbeitet. Probiere ich immer was Neues aus. Ist das schwierig, so einen Kranz binden? Also Kranzbinden an sich, wenn man es gelernt hat, nicht. Wenn man das zum ersten Mal macht und keine professionelle Anleitung ständig neben sich hat, wird es schon komplizierter. Weil man wirklich schauen muss, dass jedes Astal schön überlappend, dass die Stielenden drunter bleiben und dass das halt kein so ein Kuddelmuddel wird. Aber die Kinder sind definitiv mit voller Begeisterung dabei und sie finden ihre Werke wunderschön und um das geht's. Wendkranz hat es selber gebunden? Ja. War das schwierig? Nein. Und wer kriegt diesen Adventkranz her? Ich. Das für dich alleine? Ja. Wie viele Adventkränze machen Sie ungefähr in der Zeit? In der Saison 100 bis 150. Darum schaut man auch dann so nett aus, ne? Und Sie sind heute Weihnachtsmann? Nein, Nikolaus. Wenn ich schon Nikolaus heiße, kann ich nur als Nikolaus auftreten, gell? Es hat geschneit. Haben Sie das bestellt? Natürlich. Das gehört ja zum Ambiente dazu, weiße Weihnachten. Ich fürchte nur, dass wir es nicht durchhalten werden, aber zur Eröffnung von Adventmarkt ist das natürlich schon sehr angenehm.